Hallo und willkommen zum Quick Fix. Mein Name ist Jonathan Taylor von der Move Golf Academy in München. Und über die nächsten zwei Videos möchte ich Ihnen ein bisschen was erklären von Timing. In einem Golfschwung sind mehrere Komponenten, aber für mich gibt es nichts wichtiger als das Timing des Golfschwungs. Timing erklärt ist im Endeffekt der intuitive Schlagen des Golfballs. Wenn der Arm und Hand schlagen, das ist nicht etwas, das Sie bewusst machen können. Das muss intuitiv sein. Und Ihre Intuition macht das, indem es timet in etwa der Ablauf des Abschwungs. Es ist keine Chance zu sagen, er wartet, bis er fühlt den Golfball am Schläger und dann gibt er Druck. Also muss er im Endeffekt das timen. Wenn Sie auf der Runde sind, Sie verlieren nicht Ihr Golfschwung, Sie verlieren Ihr Timing. Und deswegen müssen Sie das erstmal finden. Die große Problematik ist leider Ihre Intuition ist felsenfest überzeugt, dass er die Schläge wesentlich früher sehen soll, als was in der Tat der Fall ist. Der Golfschläger in einem Golfschwung ist der allerletzte Teil, das erreicht den Golfball. Und leider, wenn Ihre Intuition zu früh schlägt, dann treffen Sie fett oder toppen Sie den Golfball. Sie wissen das schon aber eher, weil ich glaube, ein der großen Geheimnisse ist, dass der Probeschwung ist immer irgendwie besser wie den echten. Und der Grund dafür ist Intuition und Timing. Ohne Golfball ist kein intuitiven Schlag. Warum denn? Da gibt es keinen Ball da. Sobald ein Ball im Weg ist, haben Sie die intuitive Bedürfnis, ihn zu schlagen. Und leider, man könnte sagen, der Wecker läuft ein bisschen früh. Die Kunst im Endeffekt ist zu stellen den Wecker zurück, sodass die Intuition gibt erst Gas, wenn der Schläger am Ball ist. Nächstes Mal zeige ich Ihnen, wie das geht. Bis dann. Ciao.